Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von FIFA 18 im Karrieremodus. Was war das für ein geiles Spiel im letzten Part gegen Bielefeld? Wer es noch nicht gesehen hat, schaut sich das einfach nochmal an. Es war wirklich Wahnsinn. Es lohnt sich. Ja, DFB-Pokal. Es war wirklich alles dabei. Und ich bin froh, dass wir weitergekommen sind. Aber das war echt ein Hammerspiel. Und ihr seht, gegen Zweitligisten ist es tatsächlich schwieriger. In der nächsten Runde wartet dann der VfL Bochum auf uns. Jetzt in der Liga geht's zum Rhein-Main-Derby nach Mainz. So ein richtiges Derby ist es ja nicht für die Frankfurter, sagen sie ja auch selber. Also Derbys sind so gegen Kickers Offenbach vielleicht oder gegen Wien Wiesbaden oder so oder gegen Lautern. Das ist dann schon mehr ein Derby, aber gegen Mainz, naja. Okay, gucken wir einfach mal. Die Mainzer spielen mal in Blau, wir spielen in Weiß und jetzt spielen auch wieder die Leute, die sonst auch immer spielen. Also Haller, Fabian, Rebic, Gacinovic und so weiter und so fort. Und wir schauen mal, ob wir heute unseren nächsten Sieg holen können. Noch sind wir ungeschlagen. 9 Spiele, 9 Siege in der Liga. Natürlich soll das so weitergehen. Aber wir haben gesehen im letzten Spiel, wir müssen uns jeden Sieg hart erarbeiten. Ne? Also es gibt auch Mannschaften, die fighten, die setzen auch mal dazwischen. Die gehen auch mal dazwischen, setzen auch mal gefährliche Nadelstiche. Und Haller fehlen hinten ein paar Haare, oder? Ist das ein Fail in FIFA? Hinten? Da fehlen doch ein paar Haare, oder nicht? So. Wenn es dann jetzt starten würde, genau. Es startet Spieltag 10 in Kürze. Rhein-Main-Derby wahrscheinlich. Oder ist das jetzt bei jedem Spiel so? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall Bundesliga-Overlay. Geil. Spieltag 10 an der Ivy Lane. Mainz gegen Frankfurt. Los geht's. So, ich stelle mal hier erst auf Offensiv und dann vielleicht auf Teampressing. Ne, wir machen mal hoher Druck und Teampressing. So, das, was ich auch immer mache. Und dann schauen wir mal, wie gut wir hier reinkommen. Die Guzman, Fabian Haller, das stimmt wieder. Außen Gacinovic gegen Bismont. Erster Angriff. Oh, verpufft im Aus. Okay. Abstoß. Wird nicht so einfach. Mainz hat eine gute Verteidigung eigentlich. Und René Adler. Seit dieser Saison. Geholt von Hamburg, ne? War der zuletzt. Genau, vom HSV. So, Rebic arbeitet mit nach hinten. Stark gemacht. Sehr schön. Willems. Nee, kommt nicht ran. Muto, Nuri. Unten auf Onisivo. Flanke kommt. Radetzky muss eigentlich raus. Und Schändler. Das war ganz schön knapp. Hätten sie sich ein bisschen besser absprechen müssen. Ja, es wird schwierig. Also so leicht wie gegen Bielefeld oder so leicht wie in den vorherigen Ligaspielen wird es definitiv nicht. Weil Mainz auch gleich was nach vorne versucht. Latza mit dem Fehlpass. So, aber jetzt, wenn die Mainzer vorne den Ballverlust haben, guck mal, dann haben wir ein bisschen Platz zum Kontern. Vielleicht können wir das ausnutzen. Über Haller. Oh, Rebic kommt nicht ran. Schade. Der hätte viel freie Wiese gehabt. Onisivo. Fehlpass. So, und das gleiche wieder. Rebic auf Haller, nein. Oh, wir sind das treffsicherste Team. Ihr seht das da oben. 9 Spiele, ganze 21 Tore. Das ist gut. Ist eine gute Bilanz, die wir heute aufbessern wollen und müssen. Fernandes, Chandler. Fabian unten mal auf Rebic. Jo, das klappt. Willems läuft mit. Nochmal auf Rebic. Das war schön gespielt. Und jetzt in der Mitte Haller sehen. Wo ist er? Nein, da nicht. Da war Fabian zu sehr in den Rücken gespielt. Da wollte ich nicht hin. Fabian grätscht den Ball ab. Na komm, Rebic in Zweikampf rein. Ja, das müssen wir heute auch mal. Wir müssen die Zweikämpfer annehmen. Ihr habt das gesehen gegen Bielefeld, wie schwer das war. Gut, aber die haben sich natürlich auch hinten reingestellt. Mainz stellt sich nicht so stark hinten rein wie Bielefeld. Die versuchen auch nach vorne zu spielen. Deswegen ergeben sich auch mal ab und zu größere Lücken für uns, die wir dann halt ausnutzen müssen. Jetzt zum Beispiel Haller mit Fabian. Der ist durch gegen Balogun. Fabian ist schneller, vielleicht aus dem Winkel. Fabian, naja. Klappt nicht immer. Gegen Gladbach hat er so ein Ding gemacht. Gegen Stuttgart, glaube ich, auch. Das klappt nicht immer. Es klappt oft, aber halt auch nicht immer. So, Abschluss ist Erfolg. Jobamin. Muto vorne. Und außen über Quaison. Kommen die Meister nach vorne gegen Timothy Chandler. Ja, ganz, ganz souverän abgelaufen. Super. Und wieder in die andere Richtung. Fabian ist mal ein bisschen schneller. Willems muss mal da ein bisschen Gas geben. Komm. Gib Gas. Rebic. Willems. Die Guzman. Andere Seite. Nee, ist zugestellt. Jetzt können wir mal andere Seite. Fernandes. Ah, Gacinovic. Mit leichten technischen Schwierigkeiten. Aber gut, der Ball ist auch schon wieder weg. Ja, das Spiel ist bislang geprägt von vielen Fehlern. Viele Fehlpässe. Viele kleine Unachtsamkeiten in der Hintermannschaft. Sowohl von Mainz als auch von uns. Und dann hast du wieder solche Spielkombinationen hier. Onisivo,
Rebic ist zwar dazwischen, aber nicht gut genug. Jobame, Latza, Jobame nochmal, Muto, Nuri. Das war jetzt gut gespielt von den Mainzern. Aufgepasst, da kommt Onisivo. Oben auf Quaison. Nochmal Quaison, nochmal Onisivo. Oh, Achtung, Muto am Ball. Muto nicht zum Schuss kommen lassen. Muto! Nicht zum Schuss kommen lassen, gerade gesagt. 1-0 für Mainz. Ja, so ein ähnliches Traumtor wie Meier im Pokal. Da kannst du nichts machen. Da müssen wir vorher das unterbinden. Da müssen wir hier. Da muss der Ball schon geklärt sein. Dann verliert den Schändler und dann Muto oben rein unter die Latte. Da kannst du nichts machen. Da versucht David Abraham noch zu retten, was nicht zu retten ist. Willems ist einfach zu klein und Radetzky, der kommt da einfach nicht hin. Schönes Tor. Oha, also 26. Muto 1-0 Mainz. Ist, glaube ich, der erste Rückstand, oder, den wir haben? Lagen wir sonst schon einmal zurück in der Bundesliga? Weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall liegen wir jetzt zurück. Da müssen wir zurechtkommen. Und dann geht es jetzt halt mal daran, ein Spiel zu drehen. Hatten wir auch in FIFA noch nicht. Irgendwann ist halt immer das erste Mal. Die Guzman raus auf Schändler. Aber jetzt müssen wir uns natürlich vorne ein bisschen mehr bewegen, ne? Mehr Freiräume schaffen. Fernandes, die Guzman, Willems und Rebic. Komm, der hat doch so viel Platz. Der muss jetzt mal abgehen. Und er geht doch ab gegen Diallo. Da kommt er nicht hinterher. Rebic mal mit der ersten Chance. Nein, Diallo grätscht fair ab. Aber Rebic ist jetzt nicht verletzt, oder? Komm, steh auf. Nichts passiert, alles gut. Diallo, Rosales, Onisivo wieder. Ja, die Mainzer haben auf dieser Seite Probleme. Also, deren rechte Seite scheint mir nicht so stabil und sicher. Rebic, ach, nicht so lässig. Nicht so lässig mit dem Außenriss. Willems, de Guzman, Haller ist vorne da. Ja, aber noch nicht so präsent. Ihr seht das, der wird da gut bearbeitet von Leon Balogun. Da haben wir bislang nichts entgegenzusetzen. Nuri, Quaison und Fehlpass. Und jetzt müssen wir umschalten. Jetzt gerade in der Vorwärtsbewegung, aber so nicht. Oh ja, das wird ein richtig schweres Spiel. Quaison gegen Saicedo. Oh, Quaison, der setzt sich da zu leicht durch. Und Gacinovic arbeitet mit nach hinten. Also, es ist das bislang schwere Spiel. Mainz war auch in den letzten Jahren für die Frankfurter immer sehr unangenehm zu spielen. Aber gut, da müssen wir uns jetzt reinfighten. Rebic. In der Mitte auf Fabian. Gut gespielt. Na, da haben wir sie doch. Die erste richtige Chance nach 39 Minuten. Ja, ist bislang die schwächste erste Hälfte. Und Fabian, oh, frei vom Tor. Da kann man auch mehr draus machen. Aber gut. Wir haben immerhin eine Chance. Und jetzt auch nach dem Eckball. Haller zum Beispiel ist ganz frei in der Mitte. Abraham. Saicedo. Da ist er schon. David Abraham. Schade. Der Kapitän. Guter Kopfball. Aber leider nicht platziert genug. Aber so soll es doch laufen. So kann es gehen und so müssen wir das auch in der zweiten Halbzeit machen. Vielleicht haben wir ja noch eine Chance vor der Pause. Ja, Fabian, wenn er sich da durchsetzt. Aber nicht gegen Balogun. Beziehungsweise gegen Quaison, der da zurückgearbeitet hat. Und Jobame. Rauslocken lassen dürfen wir uns natürlich jetzt auch nicht. Also nicht zu sehr aufmachen, sondern auch trotzdem die Defensivarbeit nicht vernachlässigen, auch wenn wir hier zurückliegen. Und wir müssen uns halt jetzt irgendwie reinfallen. Da müssen wir jetzt auch mal was draus machen. Jetzt können wir zeigen, dass wir eine Spitzenmannschaft sind, indem wir aus dieser Problematik wieder rauskommen. So, Rebic wird da geschickt, den kriegt er noch. Komm. 45. Minute läuft. Rebic und hinten ist Gacinovic. Gut, der ist nicht kopfballstark. Der hätte den Meier haben müssen oder so. So, gibt nochmal 2 Minuten Nachspielzeit. Nochmal der Ball bei uns. Vielleicht nochmal eine Chance. Willems, Rebic. Zieht nochmal durch. Ja, so recht will da niemand rauf. Rebic. Rebic gegen Rosales. Und ja, ist noch keine Halbzeit. Gibt noch den Einwurf. Vielleicht nochmal eine Flanke. Willems bringt den nochmal. Oh, einen zweiten Pfosten. Da ist Gacinovic, aber auch René Adler. Also 1-0 für die anderen. Dass ich das mal sagen muss. 1-0 für die anderen. Aber auch verdient, muss ich sagen, weil bei uns läuft es nicht so in der Offensive in dem Spiel, aber das kommt noch. Berlin führt gegen Hamburg, Dortmund in Hannover, Gladbach führt in Hoffenheim und Schalke Wolfsburg 0-0, Leverkusen, Köln, wissen wir nicht, das Rhein-Derby. So, vielleicht müssen wir auch mal die Formation, jawohl, jetzt schon, nur weil wir hinten liegen, die Formation irgendwie anzuzweifeln. Wir können natürlich mal über Spielerwechsel nachdenken, gar keine Frage, aber hätte ich mal ein paar fitte Spieler mitgenommen, naja, wie zum Beispiel Nguet, aber der hat auch das ganze Pokalspiel gespielt. Naja, okay, schauen wir mal, wie es läuft in der zweiten Hälfte. Da muss jetzt auf jeden Fall mehr kommen. Gar keine Frage, wenn wir hier nicht unsere erste Niederlage bekommen wollen.
Aber auch da wird es irgendwann soweit sein. Wir werden auch irgendwann mal unser erstes Spiel haben, wo wir verlieren werden. Das, denke ich mal, steht schon fest. Aber es muss ja nicht gerade in so einem Rhein-Main-Derby sein. Es kann ja gegen die Bayern sein, da habe ich ja nichts gegen. Dann kann man wenigstens sagen, okay, die waren stark, die waren gut, aber nicht gegen Mainz. Das soll jetzt nichts gegen Mainz sein, ne? Also, nur mal so zu sagen. So, Fabian. Gegen Balogu. Nee, da kommen wieder zwei, drei Leute gleichzeitig, die uns da decken. Aber da muss ja auch irgendwo Platz sein. Hier zum Beispiel über Haller, 51. Ja. Eine kleine Annäherung. Was zeigt er uns an? Nein, Rebic muss drin bleiben. Der ist schnell. Der bringt nochmal. Der bringt da Geschwindigkeit. Oh, oben gibt es einen Bug. Mainz. Links oben, seht ihr das? Mainz ist nicht mehr zu sehen. Naja, ist ja egal. Wir wissen ja, wie es steht. Fernandes, Gacinovic. Haller, der kann sich da durchsetzen. Nein, aber so nicht. Das ist schwer. Der wird da von zwei, drei Leuten bearbeitet. So, nächstes Spiel für die Mainzer. Es geht nach Gladbach. Für uns geht es dann zu Hause gegen Bremen. Ebenfalls wieder freitags, glaube ich, müsste das sein. Und sie sind vorne über Nuri. Da haben wir nicht gut gestanden. Nuri, oh, zurück, da ist Jebama. Nächste Chance für Mainz. Richtig gute Chance. Und oben, warte mal, der Bug. Geht der weg? Nein. Das bleibt jetzt oben einfach. Also Mainz ist gar nicht mehr zu sehen, aber es steht 1-0. Wir wissen das ja. Und die Zeit ist zu sehen, das ist das Wichtigste. So, Fernandes auf Gacinovic. Schön gemacht. Und jetzt Haller in der Mitte. Muss sich da positionieren. Da ist er schon. Schade. Hat leider nicht geklappt. Jebame, ein Schuss aufs Tor. Den haben wir gerade gesehen. Der war gefährlich. Hätte auch gut und gern schon 2-0 stehen können. Willems, de Guzman. Nochmal Willems. Fabian, da außen ist Schändler. Fabian, ja, der kriegt den Ball. Ha, aber der kommt nicht zum Abschluss. Zu lange gewartet. Zu lange gewartet, aber die Guzman holt sich den Ball stark wieder zurück und verliert ihn auch stark wieder. Also momentan, das ist so eine kleine Durchhängerphase. Wir kommen da einfach nicht durch. Mainz steht da sehr eng, macht die Räume sehr eng, gewinnt viele Zweikämpfe. Gut, aber wir auch, ne? Wir haben mit de Guzman und Fernandes zwei Leute im Mittelfeld, die gewinnen fast jeden ihrer Zweikämpfe. Es muss aber auch was Zählbares vorne bei rumkommen. Das kommt es aber bislang nicht. Das ist echt schade. Also das ist echt ein bisschen schade. Spielen wahrscheinlich auch auf Konter. Defensiv und auf Konter. Das könnte ich mir vorstellen. Nuri. Oh, viel zu viel Platz. Komm, der darf da nicht 50 Meter allein mit dem Ball laufen. Quaison. Bismont. Nuri. Oh, aufgepasst im Strafraum. Jetzt passt mir auf den Mutu auf. Das, was ich vor dem 1-0 auch gesagt habe. Jebame. Oh, das geht zu einfach. Aber er hat ihn. Sehr gut. Und ab nach vorne. Fabian, jetzt ein bisschen Platz, aber 2 gegen 3. Ach, und so auch nicht. Ich dachte, Haller läuft in den Raum rein. Deswegen wollte ich ihn in den Lauf schicken. Hat aber nicht ganz geklappt. Boy. So, und Gacinovic. Fabian. Ja, abgefälscht. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück, dass die Guzman noch rankommt gegen Rosales. Nein. Wir wechseln gleich mal. 68. Da muss was passieren. Also momentan, das sieht nicht gut aus. Wir bringen mal Jovic rein, der hat mir gut gefallen für, ja, Rebic würde ich eigentlich nochmal drin lassen wollen. Gacinovic, der war heute mal ein bisschen schwächer, da war auch Zeigen, gar keine Frage. Und Boateng mal für Haller. Vielleicht bringt Boateng ja ein bisschen mehr vorne rein. Weiß man ja nie. Ist man erst hinterher schlauer. So, Mutu, Nuri. Oh, Abraham wieder vorbei, oder Saicedo? Nee, diesmal war es Saicedo. Chandler, Fernandes, Gacinovic, schickt nochmal Haller. Vielleicht ist seine letzte Aktion. Vorlage oder ein Tor, weiß ich nicht. Haller gegen Diallo, schön gemacht. Haller ist im Strafraum. Haller mit der großen Chance zum Ausgleich. Wow. Mit seiner letzten Aktion macht er den Ausgleich. Ja, das ist natürlich jetzt bitter. Aber klar, das kann ich vorher nicht wissen. Aber trotzdem wichtig. 71. Minute und was für ein schönes Tor. So ein ähnliches wie Mutu. Von der Außenbahn zieht er nach innen, ist dann im Strafraum. Niemand greift so wirklich an und dann Haller mit links. Oh, auch gegen die Latte. Auch schönes Tor. So zwei schöne Tore. Der Tag der Traumtore hier in Mainz. Und René Adler kann da auch nichts machen. Bumm. Und Haller mit seinem. Ah, jetzt geht oben das Overlay wieder. Haller mit seinem, weiß ich nicht, wie viel ein Tor. Auf jeden Fall 1-1, 71. Minute. Ja, jetzt sind wir wieder zurück im Spiel. So wie es sein muss. Und vielleicht bekommen wir jetzt die Sicherheit rein, die wir sonst nie gehabt haben. Wir sind nämlich schon wieder vorne. Wieder über Ante Rebic. Deswegen habe ich ihn nochmal drin gelassen, weil er so schnell ist. Rebic, Fabian, unten. Oh, da wäre Jovic fast rangekommen. Aber gut, jetzt sind wir auch endlich in den Zweikämpfen drinne. Jetzt laufen wir auch endlich mal in die Räume rein. Fernandes.
Boateng unten vielleicht, wenn Chandler mitläuft. Oh nein, das war mit Ansage. Der Pass, der stand gestern schon in der Zeitung, ey. Nuri, Muto. Gegen Caicedo. Ah, das geht zu einfach. Muto ist zwar ein guter Fußballer, aber das ging zu einfach gerade von Caicedo. Da muss Willems hin. Und da ist er da. So, jetzt müssen wir warten, bis die Leute nachrücken. Haben wir gemacht. Schön. Chandler. Hat die ganze Außenbahn für sich alleine. Fabian im Doppelpass mit Chandler. Schön gemacht. Und da hätten wir Jovic durchschicken können. Das habe ich nicht gesehen. Ach, das habe ich zu spät gesehen, dass er da durchstartet. Sonst hätte ich natürlich durchgeschickt. Aber komm, wir sind jetzt dran. Mainz schwimmt so ein bisschen hinten. Müssen sich gerade neu finden. 10 Minuten vor Schluss. Läuten wir jetzt mal die Schlussoffensive ein. Jovic. De Guzman, Rebic. Vielleicht im Doppelpass. Komm, mit Fabian. Ja, aber zu weit nach außen. Schade. Aber Ball ist noch heiß. Rebic. Flanke kommt. Das ist Fabian. 1:2. 83. Minute. Gut gespielt. Bisschen komisch sah es aus. Und mit dem Rücken zum Tor, dann mit der Seite. Müssen wir uns gleich nochmal angucken. Aber egal. 2:1. Wir drehen das Spiel hier in Mainz. Und wir führen mit 2:1. Rebic hier. Schön abgebremst. Und dann Fabian. Oh, das sah ein bisschen komisch aus, ey. Steht mit der Seite zum Tor und dann mit dem Außenriss. Ja gut, das ist halt in FIFA möglich, aber trotzdem harter Schuss. Da kann René Adler nichts machen. Und Fabian auch schon mit seinem 6. Tor. 83. Minute, Spiel gedreht. Hat sich nicht unbedingt abgezeichnet. Also zum Ende der ersten Hälfte hätte ich gedacht, oh, das wird halt unsere erste Niederlage. Gut, aber in der zweiten Halbzeit haben wir dann ein bisschen Gas gegeben. Dann haben wir das gezeigt, was uns auszeichnet. Was in dieser Mannschaft drinne steckt. Und denke ich mal, wir führen, oh Gott, Radetzky. Riskant. Ich denke mal, wir führen dann jetzt auch verdient mit 2:1. Und es ist ja noch nicht vorbei. Vielleicht legt Boateng jetzt noch einen oben drauf. Vielleicht ist das schon die Entscheidung. Nein. Das kann nur Haller heute. Diagonal in den Winkel schießen. Na gut. Aber jetzt muss Mainz natürlich was nach vorne werfen. Oder was nach vorne tun, wenn sie hier noch einen Punkt mitnehmen wollen. Da sind sie schon. Über Onisivo. Onisivo. So, wenn jetzt der Keeper mit nach vorne kommt, haben wir eine Chance. Ja, wir bringen nochmal Hasebe rein für Chandler. Das kann er. Und Prosinski kommt nochmal rein für Bismon. Oder Bismon. So, ist der Keeper. René Adler ist mit vorne. Also, wenn wir jetzt den Ball bekommen. Gut, aber bekommen wir nicht. Das hat FIFA schon so geregelt. Oder doch, Radetzky, komm. Und wenn wir jetzt vielleicht einen platzierten Schuss haben. Vielleicht schafft Radetzky das sogar ins gegnerische Tor. Oh, oh, oh. Aber der, nee, der hat zu wenig Geschwindigkeit. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber das war gut. Aber was ist das denn? Großer Fehler, der Mainzer. Das ist die Entscheidung. Deckel drauf. Luka Jovic. 1:3. Das wäre es natürlich gewesen, ne? Wenn Radetzky so einen Abschluss gehabt hätte, dass er bis ins Tor geht. Leck mich am Arsch. Das wäre wirklich das Tor des Jahres gewesen. Aber gut. Jovic besorgt die Entscheidung. 1:3 nach dem Eckball. Ich weiß gar nicht, wer da den Ball verloren hat. Die 5. Wer ist das? Hat er Jovic nicht gesehen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall der Fehler und dann muss Jovic nur noch einschieben und das ist dann die Entscheidung. Rosales war's. Rosales, der den Ball da nicht weggekriegt hat, stolpert über seine eigenen Füße. So. 1:3. Der nächste Sieg ist unter Dach und Fach. Es war hartes Stück Arbeit. Aber wir haben dann in den letzten 20 Minuten nochmal Gas gegeben. Haben dann erst durch Haller ausgeglichen, durch Fabian in Führung gegangen und durch Jovic dann, ja, endgültig den Sack zugemacht. Ja, und ich denke mal, auch aufgrund der zweiten Hälfte geht der Sieg dann in Ordnung. 3:1. Ja. Da sind wir nochmal unserer ersten Niederlage entkommen. Durch eine starke zweite Halbzeit. Die erste Halbzeit war zum Vergessen, gebe ich zu. Aber zweite Halbzeit war dann wirklich gut. 3 Schüsse aufs Tor, 3 haben wir reingemacht. Das nenne ich mal Chancenverwertung. So, Hertha unentschieden gegen Hamburg. Dortmund gewinnt, Gladbach gewinnt, Schalke 0-0 gegen Wolfsburg. So, rein ins Training. Wir haben weiterhin 9 Punkte vor Dortmund. Weiterhin oder haben wir jetzt 9 Punkte Vorsprung? Weiß ich gar nicht. So, das Training ist gemacht. Jovic hat ein A und die anderen waren auch nicht so schlecht. Spuren wir mal vor. Haben wir jetzt wieder Länderspielpause? Ich glaube, es ist wieder Länderspielpause. Nein. Ist nur eine Woche Pause gegen Bremen. Geht's jetzt also? Gegen Bremen. Das ist, glaube ich, auch freitags. Nee, sonntags ist das. Okay, ich dachte, das wäre freitags. Okay, schauen wir mal drauf. Auf die Tabelle. Wir haben, glaube ich, das vorletzte Spiel. Also, wir sind souverän Tabellenführer, haben aber auch schon 10 Gegentore. Also, das ist nicht gerade gut für einen Tabellenführer, aber ist ja egal. Hauptsache Erster. 10 Spiele, 10 Siege, 30 Punkte. Dann Hoffenheim Zweiter, Bayern Dritter, Dortmund Vierter, Gladbach, Hannover Sechster. Auch überraschend. Starker Aufsteiger.
Leverkusen, Hertha, Leipzig auf der 9, Schalke 10, die kommen da nicht so wirklich weg. Dann die Kölner 11, Freiburg 12, unser nächster Gegner Bremen 13. 3 Siege bislang, mal gucken, wie es gegen uns läuft. 14. Augsburg, 15. Wolfsburg auf dem Relegationsplatz Stuttgart. Hamburg weiterhin die einzige Mannschaft ohne Sieg auf dem 17. Platz. Und Mainz das Schlusslicht mit ganzen 21 Gegentoren, das ist natürlich schon happig. Aber das wird unten noch spannend. Also da gibt es auch Mannschaften wie Augsburg, die sind da noch nicht raus. Bremen ist da auch noch nicht raus, ganz klar. Wir haben ja erst 11 Spieltage gespielt, also da kann noch viel passieren. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, schaltet die Glocke ein, wenn ihr mehr FIFA-Videos sehen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao.